Hallo, in dem Film versuchen wir zu erklären, wie der Kolonialismus sich von den Anfängen bis heute entwickelt hat. Mit Hilfe von Text- und Bildbeiträgen wollen wir versuchen, euch dieses Thema näher zu bringen. Wegen dem Kolonialismus sind in Amerika durch eingeschleppte Krankheiten 56 Millionen Ureinwohner gestorben, rund 90% der indigenen Bevölkerung. Die Europäer haben bis 1966 mehr als 12 Millionen Afrikaner als Sklaven in ihre Besitzung jenseits des Atlantiks deportiert. Warum gibt es eigentlich wirtschaftliche Schwächen in Afrika? Weil die meisten Staaten Afrikas exportieren billig Rohstoffe für den Weltmarkt und importieren die teuren Fertigprodukte. Dazu kommt, dass die keine eigene Industrie haben und zu wenig nachhaltiges Wachstum. Ein weiteres Problem ist, dass viele Menschen schwarz arbeiten, ohne dass sie Steuern an Sozialamt zahlen. Am meisten sieht man die Folgen von Kolonialismus in Afrika. Die wirtschaftlichen Schwächen, die in den Ländern herrschen, sind so groß, dass die meisten Menschen kaum über die Runden kommen. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat.